Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr hier einen richtig fetten Karton, Leute. Ich habe mir die Adresse angeguckt, da stand Many Computers oder eine Electronics GmbH, irgendwas drauf, Leute. Das kann nur eins sein, und zwar mein PC, Leute. Ja, ich werde jetzt hier das Paket mal öffnen, Leute. Ich habe eigentlich noch nie so ein Paket-Unboxing gemacht. Boah, also es ist schon mal ordentlich schwer, Leute. Wird mal hier geöffnet mit meinem ranzigen Cuttermesser. Junge, ranzig kann ein Cuttermesser sein, Alter. Egal. Alter Junge. Also Leute, ich habe gerade keine Ahnung, ich habe mir noch nie in meinem Gaming-PC bestellt, ja. Aber ich habe das so bestellt, dass der halt fertig ist quasi. Ich habe mir nicht die Teile alle einzeln bestellt. Die Verpackung ist glaube ich auch leer, ja. Okay, ich wusste nicht, dass wenn man sich ein... Ne, hier ist noch was drin. Also Leute, gerade keine Ahnung, ich habe noch nie... Junge, was zum... Noch nie einen PC bestellt. Oder geschweige denn einen PC gehabt. Also ich mache das jetzt... Ich mach das jetzt mal auf, Leute. Also, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, aber es wird wahrscheinlich, also ich denke mal jetzt, dass es so ist, dass die Einheit trotzdem noch die Verpackung zusenden von den Teilen, die da verarbeitet sind. Solche Verpackung hasse ich, Alter. Kann ich hier, okay. Also das jetzt hier. Also Leute, das ist hier drin. Junge, wie das hier reingeworfen wurde, Alter. Okay, ist alles verwendet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn das hier einfach so reingefeuert wurde. Ich denke mal nicht, was ist denn... Leute, ich muss dazu sagen, ich habe leider von PC-Technik alles, habe ich überhaupt keine Ahnung. Intel, XMP, irgendwas Certified, Kingston. Es ist eigentlich schon traurig, wie wenig Ahnung ich davon habe. Junge, ist das traurig eigentlich, wenn man sich mal drüber nachdenkt. So, das ist der CPU-Kühler. Sieht man ja. Also Leute, ich mach das jetzt überall auf, Alter. Ich muss jetzt hier... Ich muss jetzt hier überall mal prüfen, ob da irgendwelche Ersatzteile sein. Na gut, hier ist weiter nicht drin. Und ja, dann ist es tatsächlich so, dass man da die Verpackung mitgeschickt bekommt. Das ist sehr krass. Da also, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die schicken einen einfach nur den fertigen PC, Leute. Solche Verpackungen. Junge. AMD Ryzen, ach ja, nee, Radeon RX 6650 XT. Das ist die Grafikkarte. Die ist von welchen Jahren sind die? Ist auch natürlich nichts drin. Weiß gar nicht, von wann die ist. Ich glaube, der wird quite kühler. Ja. Verpackung. Ganz stabil und ein bisschen was drin. Ja, ich rupp hier alles kaputt, Alter. Ich bin voll ein Idiot. Es tut mir leid, Alter. Alter Junge, hier sind irgendwelche Kabel. Die haben einen sehr besonderen Geruch. Also Leute, ich fülle mal kurz rein. Ich hab keine Ahnung. Und sowas habe ich wirklich keine Ahnung. Hey, was soll ich denn jetzt hier für eine Lampe an meiner Cam? Alter. Ist das der Akku hier abschmiert? Das wäre es ja noch. So, jetzt muss ich hier langsam mal das Herzstück rausholen. Und zwar... Junge! PC! Hier ist er noch! Alter, ist das ein riesen Karton hier! Junge! Junge, ist das krank! Wo habe ich jetzt mein Cuttermesser gelegt? Leute, ich muss dazu sagen, ich habe mich heute Nacht...
an meinem Fuß so extrem geschnitten. Also das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. So. Nee, das ist scheiße, wenn ich die Cam so habe. So, ich mach das jetzt auf, das Paket. Ah nee, warte, ich auch noch. So Leute, hier ist der PC drin. Ich zeige ihn euch. Also man sieht halt erstmal nur die, was ist das hier? Hier sieht man alle Anschlüsse. Ich entschuldige mich jetzt raus, weil das ist ein Schwachsinn, was ich hier mache. Das ist wahrscheinlich das unprofessionellste PC-Auspackvideo, was es gibt. Der Styropor mal brechen. Wurde anscheinend eigentlich recht gut verpackt. Jetzt weiß ich nicht, wie man am besten den PC. Wie tue ich den jetzt hier raus? Nein! Scheiße, Junge! Wisst ihr was? Scheiß Karton! Junge, dieses Styropor! Dreht das jetzt kaputt! Jetzt. Scheiße, Mann! So, boah, das macht mich so übertrieben. Ach, weißt du was, hier jetzt reicht, ja. Ja, Leute, jetzt rupp ich das hier. Alter, ist das nervig, diese Styropor, Junge! Nicht mal jetzt kann ich es rausnehmen, ETF! Was ist denn das? Das ist Dreckstyropor. Oh, nee. Aber piss dich doch! Ey, scheiße, Junge! Digga, was ist das? Scheiße, Junge! Ich sehe aus, Junge! Also, das sieht aus, Junge! Oh, scheiße! Ey, Leute, das ist so traurig, Junge! Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich auf YouTube der Blöde oder der die Person bin, die am dümmsten ihr Paket geöffnet hat. Ey, fuck you, das ist das Paket und das ist der PC jetzt. So, ich werde den PC jetzt rüber in mein Zimmer bringen. So, ey. Alter, jetzt steht der PC hier. Ich muss mich mal hinsetzen hier, also hier ist noch Blut von heute Nacht. Ich trotte ja irgendwo reingelatscht bin. So. Also Leute, ich muss jetzt hier gleich. Muss ich mal drehen, ja. Ich hab keine Ahnung, ich muss wahrscheinlich mal das. Also Leute, ich mach das gerade zum ersten Mal, so das sieht man ja.
das Glas hier. Also. Das kann ich ruhig erstmal dran lassen. Ich sehe gerade auch einfach mal, wie viele Anschlüsse so ein fucking PC hat. Alter. Ja, ist für euch wahrscheinlich alle nur Schnulz. Ich weiß, ja, ihr, die hier das Video seht, ihr habt wahrscheinlich schon seit 10 Jahren irgendeinen 8000 Euro Gaming-Rechner. Hier, mit dem Laptop war ich früher immer online. Ja, das reicht aber. Also, hat gereicht, aber jetzt brauchte ich wirklich mal was Besseres. Hier habe ich mir auch selber erarbeitet. Leute, ich weiß, das war wirklich eine Katastrophe. Ich muss mir erstmal irgendwie ein Video dazu angucken, bevor ich hier alles auseinanderbaue und hier am Ende nichts mehr geht. Hier sieht man nochmal von Nubaro, ja. Sieht stabil aus, das Ding ist echt riesengroß. Ja Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Fürs bekloppteste, oder eher gesagt fürs dümmste PC-Auspack-Video, was es jemals auf YouTube wahrscheinlich gab, Leute. Ja, okay, ja, das wollte ich sowieso machen. Ich wollte hier das Polster rausnehmen, aber Leute, ich muss jetzt erstmal mich ein bisschen informieren. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. So, vor der Deutschlandfahne wenden wir das Video. Oh, sorry, ey, das... Da hab ich echt ein bisschen blamiert. Das war scheiß Licht raus, Junge. Gut, Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.